Können wir das kurz filmen? Das würde ich so gerne mal irgendwo reinsprechen. Was denn? Das war Nemo. Bist du bereit? Freust du dich drauf? Langsam aber sicher nistest du dich bei mir ein. Und irgendwann. Irgendwann. Irgendwann geht's weiter. Danke. Hallo Mix. Achso. Wie macht der Wecker? I'm sorry. So müde. Muss ich klatschen? Ja, jetzt können wir dann. 145, aber ja, ich filme nicht seit einer Minute. Was ist mit dem? Angefangen hat dieses Videoprojekt im Herbst 2020. Da ist mir so zum allerersten Mal die Idee gekommen, dass ich gerne etwas über das Thema Stress machen würde, gerade Stress bei Jugendlichen, weil ich das Gefühl habe, dass das ein Thema ist, was oft ein bisschen übersehen oder auch belächelt wird. Nicht ganz unpassend zum Thema war das ganze Projekt auch relativ stressig und anstrengend. Und wir haben uns ziemlich viel Zeit für die Vorbereitung genommen und haben sogar ein kleines Online-Casting veranstaltet, wo wir den Monologtext an einige Schauspieler geschickt haben. Die haben sich dann gefilmt beim Reden und haben uns das zurückgeschickt. Und da haben wir dann ein bisschen eine Auswahl gehabt. Und für diese drei Videos, die es dann schlussendlich geworden sind, sind 4 Drehtage eingeflossen. Zusätzlich waren wir noch ein paar Mal Location scouten, haben auch ein paar Testshots gefilmt. Und für den Schnitt ist auch mindestens genauso viel Zeit reingeflossen. Und was für mich besonders spannend war, wie unterschiedlich diese ganzen Locations und Videos auch vom technischen Stil waren. Wir waren beim Hauptvideo zum Beispiel in einer relativ kleinen und engen Wohnung. Da haben wir einige Male buchstäblich um die Ecke denken und auch mehr oder weniger filmen müssen. Bei der Sophie hat der Drehtag, glaube ich, um kurz nach 3 in der Früh angefangen, damit wir den Sonnenaufgang erwischen. Und bei der Ivana hatten wir die Herausforderung, dass wir in diesem Studio ein Set aufbauen wollten, was gleichzeitig auch funktioniert, aber gleichzeitig auch auf der Kamera schön ausschaut und als Filmset cool ausschaut. Und an dieser Stelle auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank an Viola, Sophie, Ivana und Roman, dass ihr euch vor die Kamera hingestellt habt und euer Bestes gegeben habt und dass ihr damit Leidenschaft versucht habt, dieses Thema darzustellen. Und natürlich auch an Laura für den Text, an Jakob für die Behind-the-Scenes-Fotos und auch an den Robin für die Regieassistenz. Ausgebrannt war nicht die erste Videoreihe, die ich über ein Thema gemacht habe, wo ich denke, dass es wichtig ist. Aber es war für mich trotzdem etwas ganz Besonderes, weil es ein Thema ist, was mir persönlich nahe geht, was mich persönlich betrifft. Ich kenne diese ganzen Gedanken, die in den Monologen, in den Videos vorkommen, von mir selber. Ich kenne diese Frage, die man sich ständig irgendwie stellt, dieses, ist das genug? Reicht das, was ich mache? Könnte ich nicht vielleicht noch einen Schritt weitergehen? Könnte ich nicht noch ein bisschen mehr machen? Ist es okay, dass ich jetzt mir den Abend freinehme? Ist es okay, dass ich für heute aufhöre zu arbeiten? Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon zusammen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das irgendwie als gut angesehen wird, wenn viel los ist, wenn man irgendwie viel um sich herum passieren hat, wenn man viel weiterbringt, wenn man produktiv ist, wenn man seine Zeit nutzt, wenn irgendwie ständig so ein bisschen ein Stress da ist. Und das erzeugt, finde ich, aber auch so diesen Druck, dass man das Gefühl hat, es muss immer so sein. Und bei mir geht das teilweise so weit, dass ich, wenn ich mal nichts mache, dass ich dann ein schlechtes Gewissen bekomme und mir denke, diese Zeit, die könnte ich ja auch noch nutzen. Auch weil ich in meinem eigenen Umfeld gesehen habe, wie es Personen in meinem Alter gibt, die schon in dem Alter mit Burnout zu kämpfen haben, habe ich mir gedacht, dass es einfach so nicht richtig ist und dass es so auf lange Sicht einfach nicht funktionieren kann. Ich glaube, dass Stress das Leben nicht nur weniger lebenswert machen kann, sondern auch verkürzen kann, und gerade deshalb ist es unheimlich wichtig, dass man sich selbst mal die Frage stellt, ob man diese Balance noch hat. Hat man noch Luft zum Atmen oder
geht man am Abend schlafen und hat schon Angst, weil man genau weiß, dass man in der Früh kaum noch aus dem Bett kommen wird und dass es sich trotzdem vorn und hinten nicht mehr ausgehen wird. Und ich möchte damit auch zeigen, dass es okay ist, wenn man sich mal ein bisschen Zeit für sich selber nimmt. Es ist okay, auch wenn man dieses Gefühl hat, dass man ertrinkt, dass man keine Luft mehr bekommt von dem ganzen Stress. Gerade jetzt, wo viele von uns im Homeoffice sitzen und Freizeit und Arbeit noch schwerer trennen können. Und es ist okay, wenn man mal sich Zeit nimmt zum Lesen, wenn man am Abend mit der Arbeit Schluss macht und dann nicht mehr weiterarbeitet. Und es ist okay, wenn man auch mal einfach rausgeht oder irgendwie anders Kraft tankt. Mich würde es wirklich interessieren, wie es euch mit dem Thema geht und auch wie ihr diese ganze Reihe gefunden habt. Das heißt, wenn ihr irgendein Feedback habt, schreibt doch einfach gerne einen Kommentar. Ich werde auch versuchen, auf alle zu antworten. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr euch das angeschaut habt. Ich hoffe, es war für euch auch spannend und bis zum nächsten Mal.